Ein verträumter Flugplatz in der Provence. Noch ist es ruhig. Noch. Kurz vor dem Monaco Grand Prix sind die Mercedes-AMG-Piloten Michael Schumacher und Nico Rosberg unterwegs ins Trainingslager der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ja, ist natürlich schon was Schönes, zum einen alte Bekannte wiederzutreffen, weil man trifft sich immer wieder und gerade Lukas, mit dem ich mich privat extrem gut verstehe. Und jetzt treffen wir uns eben hier an seinem Metier mit dem Ball und gleichzeitig können wir nachher auch ein bisschen Spaß mit der neuen A-Klasse haben. Und das als Mischung ist sicherlich eine schöne Abwechslung. Michael Schumacher und Lukas Podolski, das passt. Neben Prinz Poldi dürfen auch Marco Reus, André Schürrle und Tim Wiese die Co-Piloten der Vollgas-Profis spielen. Und die lassen es in der brandneuen, über 200 PS starken A-Klasse so richtig krachen. Bitte anschnallen. Jetzt zeigen wir dem Michael mal, wie man hier vom Auto fährt. Ne? Erhöhter Pulsschlag, das schafft nur die neue Generation der A-Klasse. Ja, es ist das erste Mal, dass ich mit der neuen A-Klasse fahre und es ist ganz toll. Also richtig sportliches Fahrgefühl und natürlich hier ist die gigantische Gegend, ja, ganz schöne Straßen, war ein schönes Erlebnis. Super, haben wir eben schon gesprochen vom Hotel. Design, sportlich, fährt sich überragend und ja, hat Spaß gemacht. Erstmal auch, dass ich jetzt in der A-Klasse sitze und bin mächtig angetan. Also sportlich und frisch. Genau das, was die Jugend ansprechen soll und da ich mich auch noch jugendlich fühle, insofern perfekt. Nach 18 Kilometern ist der Spaß vorbei. Eine wahrlich beeindruckende Spritztour für alle. Der hat das natürlich auch ganz gut im Griff gehabt. Für mich schon der Nico und ja, aber trotzdem habe ich schon ein bisschen geschwitzt. Ne? Ja, ist ein schönes Auto. Macht wirklich sehr viel Spaß zu fahren. Vor allem mit dem Formel 1 Piloten dann noch. Sieht sehr gut aus. Da freuen sich Leistung. Dann das Rückspiel. Fußball statt Lenkrad. Ah, es war ein schöner Tag bis jetzt. Ja. Das ist natürlich, ich bin ein großer Fußballfan und da ist es ganz toll, mal bei der Nationalmannschaft dabei zu sein und mal ein bisschen die Spieler nochmal zu treffen, mit denen so ein bisschen zu plaudern, was jetzt ansteht bei denen auch trainingsmäßig und wie sie sich jetzt vorbereiten auf die große EM. Und auch für unsere Kicker hat sich die Aktion absolut gelohnt. Wir arbeiten hier ja unheimlich hart die letzten Tage und da tut es einfach mal gut, wenn andere Sportler irgendwie, andere große Sportler hier mal vorbeischauen. Und am Sonntag dürfen wir ja auch nach Monaco zum Formel 1. Und das ist natürlich schon auch für alle fiebern darauf. Ich habe manchmal das Gefühl, mehr wie auf das Spiel in der Schweiz gegen in Basel gegen die Schweiz.